In dem vorigen Video habe ich erklärt, wie man mit der Funktion Vergleich den nächstgrößten Motor und Preis kriegt. Und ich will jetzt dasselbe Beispiel nehmen, aber ich will es ein bisschen professioneller gestalten. Zum Beispiel als erstes, man legt nie die Daten hier in einer Tabelle, sondern in Excel legt man die Daten meistens in einer separaten Tabelle. Auch oder in einer separaten Mappe. Jetzt nehmen wir an, ich will diese Daten in einer separaten Tabelle legen, dann schneide ich die mal hier raus und gehe hier in Tabelle 2 und füge sie hier ein. Das ist mal das Erste. Und zweitens will ich das hier weghaben. Und jetzt fangen wir an mit der ganzen Geschichte. Ich will hier keine Zwischen... ich mache es mal kurz zurückgängig. Ich habe hier die Zeile, in dem vorigen Video habe ich hier die Zeile ausgerechnet erstmal und anhand dieser Zeile wurden dann Motor und Preis ausgerechnet oder gefunden. Ich will diese Zwischenlösung auch weg haben und zwar nur diese zwei Sachen hier. Okay, jetzt wie fängt man an? In dem vorigen Video habe ich mit Vergleich angefangen. In dem Fall fangen wir jetzt mit der Funktion Index an. Okay, und da nehme ich die zuletzt verwendet, die habe ich jetzt vorhin verwendet, Index. So, und dann nehme ich immer das erste Beispiel. So, wo ist meine Matrix? Meine Matrix ist in Tabelle 2. Und zwar, vorhin habe ich den ganzen Bereich markiert. In dem Fall markiere ich die ganzen Spalten. Okay? Jetzt die Zeile. In welche Zeile liegt mein Motor? Da muss ich jetzt in diesem Feld muss ich jetzt meine Vergleichsfunktion einbauen. Und wie man das macht, Man kann das manuell machen oder mit dem Funktionsassistent. Ich rufe den wieder auf. Hier. Und wo habe ich die Vergleichsfunktion? Wenn ich die hier nicht sehen würde, würde ich dann hier auf weitere Funktion gehen. Und da bin ich wieder in dem Assistent von vorhin und kann dann meine Funktion Vergleich finden. Okay? Jetzt sind wir in der Funktion Vergleich, die wiederum sich in der Funktion Index befindet. Und die Vergleich, wie in dem vorigen Video, geht folgendermaßen. Suchkriterium ist hier. Mein Suchmatrix ist quasi die erste Spalte von meinem Motoren. Und jetzt mein Vergleichstipp, da ich den nächstgrößten haben will, muss ich minus 1. Und wenn ich minus 1 mache, muss ich sicherstellen, dass meine Motoren absteigen oder die Leistung absteigend sortiert ist. Okay, ich mache mal gerade das weg. Okay, jetzt bin ich mit meiner Vergleichsfunktion fertig. Nicht auf OK drücken, weil sonst bin ich komplett raus. Ich muss im Index noch weiter arbeiten. Deswegen klicke ich hier in der Funktion Index und schon bin ich in der Index wieder drin. Ja, man sieht, vorhin waren wir hier in der Vergleichsfunktion, da haben wir diese Arbeit gemacht. Man kann das auch manuell machen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Vergleich. Normalerweise schreibe ich die Funktion manuell, weil das geht dann wesentlich schneller als mit dem Assistenten darum zu machen. So. Jetzt haben wir die Matrix haben wir festgelegt, die Zeile haben wir festgelegt mit einer Funktion. Diese Funktion wurde in dieser Zelle ausgerechnet. So, und jetzt brauchen wir noch die Spalte. In welche Spalte befindet sich mein Motortyp? In Spalte 2. Okay? Und so habe ich das dann hier, und das ist dann genau der richtige. Okay? Und ich kann dann dasselbe machen. Ich muss jetzt nicht nochmal das alles wiederholen, sondern ich kann dann hier kopieren. Und dann wieder hier und ich muss nur noch die Spalte auf 3 ändern. Okay, das wäre jetzt eine zweite Implementation von Vergleich und Index. Diesmal ein bisschen professioneller, man hat die Tabelle oder die Daten in einer separaten Tabelle abgelegt und man hat hier dann die Berechnung gemacht ohne diesen Zwischenschritt. Allerdings ist mir immer lieber, wenn ich den Zwischenschritt separat mache, so kann ich das immer dann testen. Ja, man muss ja nicht den dann anzeigen, man kann den dann verstecken oder die Spalte auf 0 setzen, dann ist sie unsichtbar und man hat es dann wesentlich einfacher mit der Kalkulation. Aber im Endeffekt ist das Resultat dasselbe.